Ach du, gute Güte. Es hält. Es hält sehr schön. Und es ist riesig, riesig groß. Da hinten ist das Vehicle Assembly Building. Hat da reingepasst. Na gut, Ressourcen an. Stage Only soll wohl doch funktionieren, sobald man an irgendeine bestimmte Stelle kommt. Das probieren wir jetzt also auch mal aus. Wir haben Thompson, Taunton und Bill Kerman. SAS an, Schub sagen wir mal auf. Wir sollten niedrig anfangen. Wenn wir es am Anfang zu hoch haben, dann wird das Ding auseinanderreißen. Wobei, wenn wir es zu niedrig haben, fahren wir runter und explodieren. Okay, 66%. Drück die Daumen. Das wäre mega geil, wenn wir damit in Umlaufbahn kommen würden, weil das ist mega schwer. Na gut, 3, 2, 1. Es funktioniert. Es lebt. Es kippt. Und sie haben überlebt. So ziemlich als einziges, was noch dran geblieben ist. Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was dran verändern, hä? Aber Hammer. Also es ist schon mal abgehoben. Der größte Haken waren die äußeren Raketen, die zuerst abgesprengt werden. Wie machen wir das? Also eigentlich hätte ich es gerne, dass die äußeren dann einfach weniger Schub geben. Tada, wir geben einfach einen kleineren Antrieb. Gute Idee. Raus hier. Endflight. Endflight. Struktureller Fehler zwischen Delta Wing und Rocco Max Fuel Tank. Bitte was? Die aerodynamischen Elemente haben da was kaputt gemacht? Delta Wing crashed into Launchpad. Weiß ich nicht. Na gut. Gucken wir. Also. Du raus, du raus. Du raus, du raus. Oh, und ich habe keine Stahlkabel hier gehabt. Bei den Dingern. Na, okay. Das könnte natürlich auch einiges erklären. So, also hier hätten wir jetzt gerne die etwas kleineren. So, okay, Starkabel. So, jeweils zwei müsste reichen. Achso, oben und unten natürlich, sonst ist das Ganze immer noch instabil. So, also haben wir es doppelt abgesichert. Einmal haben wir die Stahlkabel, um das Ganze besser ranzutackern. Und wir haben einen kleineren Antrieb, damit die nicht zu viel Schub geben. Nein! Das war letztes Mal ja. Also in dem Zeitraffer hat man es wahrscheinlich gesehen. Da habe ich tierisch lange damit rumfriemeln müssen, ein so ein Ding wieder ranzubappen. Und das ging am Ende nicht und ich musste neu laden, also die Vorlage hier neu laden. Was ich sagen wollte: Das Ding ist hier primär abgerissen, weil es zu viel Schub gegeben hat. Das ist dann quasi oben übergekippt. Das haben wir jetzt verhindert durch den kleineren Antrieb und durch die Stahlseile. Ich habe schon wieder. So, ganz ruhig, geh rüber. Sind die Kabellagen noch richtig? Ja, sind sie. Gut. Also, Stahlseil. Da, da. Stahlseil. Da, da. Symmetrie können wir nämlich nicht ordentlich benutzen, weil er würde versuchen, das symmetrisch um diesen Körper hier rum anzuordnen und nicht um die da hinten. So, du musst nur noch, dann sind wir auch fertig. Eine Sache, die mir noch aufgefallen war: Das Ding ist recht schnell gekippt. Was aber an den Außentanks hier liegen könnte, müssen wir gleich mal schauen. So. Lunarlander 1.4. Speichern. Und wir brauchen die Antriebe jetzt noch. Genau. Die an. Was? Ja, genau. Die Antriebe kommen alle hier mit rein. So. Ist das Staging soweit noch okay? Die hier werden zuerst abgesprengt und die geben hier Treibstoff ab. Ja, sieht alles gut aus. Starten.
Eigentlich dürfte jetzt nichts passieren. Wenn es vorher stabil war, müsste es jetzt ja stabiler sein. Gut. Wir geben wieder 66%. Wir machen SAS an. Ressourcen an. Stage only. 3, 2, 1. Nicht gut. Das war zu wenig Schub. Definitiv. Der eine Antrieb steht doch genau da, wo er am Anfang war. Okay, neu. In Flight. Restart Flight. Das heißt, eventuell müssen wir diese schwächeren Antriebe doch wieder durch die stärkeren ersetzen und einfach hoffen, dass die Stahlkabeln das Kippen verhindern. Aber gut, wir machen jetzt mal 100% Schub. Hoffen, dass nichts explodiert. Ressourcen an, Stage Only an, SAS an. 3, 2, 1, heb ab. Es hebt ab. Sieht nicht gut aus, aber es hebt ab. Und es überhitzt. Ziemlich stark sogar. Und wir fallen. Es überhitzt weiter. Gleich explodieren die großen Antriebe. Uns überleben jedes Mal. Das muss sehr traumatisierend sein für die drei Jungs. gut. Nächster Versuch. Wir ersetzen jetzt diese schwächeren Antriebe wieder durch die stärkeren Antriebe und bauen einfach komplett auf die Stahlseile. Und gehen dann beim nächsten Versuch auch wieder auf 66%, weil es hatte ja vorhin funktioniert, bei dem allerersten Versuch. Es ist dann nur abgerissen. Aber wir sind wesentlich schneller hochgekommen als jetzt. Nicht wirklich schnell, aber schneller als jetzt. End Flight. Assembly Building. Also vom Prinzip her müsste es möglich sein, das Ding hier ins All zu bekommen. Ist zwar nicht schön und es bedarf tierisch vielen Rumbastelns, aber das macht richtig Spaß. Und es wäre einfach nur mega geil, wenn wir das hier in Orbit bekommen würden. Weil da sind so viele Tanks drin, damit, ja, könnten wir zur Sonne fliegen, denke ich mal. Das, was nicht besonders schönes Ziel ist für die Carbonauten, aber das wollte ich ja schon mal machen. Also, großer Antrieb. Du bist kein großer Antrieb. Großer Antrieb? Nein. Großes. Groß. Egal. Ihr wisst das schon besser als ich. So. Hier wieder dahin. Duna Länder 1.5. Speichern. Testen. Na, ihr drei traumatisierten Jungs. Lust auf eine neue Runde? Sieht nicht so wirklich aus. Er zittert schon. Goodie. Ressourcen an, Stage Only an, SAS an, Schub 66%. Damit es nichts explodiert, also wegen Hitze. 3, 2, 1, bitte nicht abreißen. Okay. Momentan kippen wir nicht, aber ich habe auch RCS angemacht. Was ich auch anlassen werde, denn wir werden wahrscheinlich gar nicht docken mit dem Ding. Wir heben ab, ich gebe mal ein bisschen... Naja, wir geben nicht mehr Schub. Nee. Oh, was zur Hölle? Da ist was schiefgelaufen. Komm, weg. Geht weg von den bösen Raketen, Jungs. So. SAS aus. Mehr Schub. Und diesmal haben wir sie umgebracht. Hüpf. Ach ja. Gut. Also es sah soweit gut aus. Langsam, stetig, aber gut. Der Haken ist, der eine Tank ist zu schnell leer geworden. Beziehungsweise der eine Tank ist schneller leer geworden als sein Counterpart und dann sind wir zwangsweise gekippt. Also gehen wir nicht ins WGSM, wir belegen, sondern einfach Restart Flight. Ne, wir müssen die Fuselage ändern.
könnte einmal beim Abreißen passiert sein. Also als ich die so abgedockt habe und wieder angebappt habe. Also zuerst der und gegenüberliegende Seite. Das heißt, du gibst Treibstoff ab zum Haupttank und zu dem da. Du gibst Treibstoff ab zum Haupttank und zum Haupttank. Ja, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das klappt nämlich so nicht wieder mit dem Ranwappen. Nee, also laden. Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wir schicken das hier nur zu einem der Haupttanks von dem einen und nicht zu allen. Müssen wir gleich gucken. Erstmal wieder laden, dass wir es bearbeiten können. So. So, also was ich sagen wollte. Wir schicken es ja von dem hier nur zu diesem Tank, also diesen zweien. Das heißt später... Oh, das müsste sich ausgleichen. Vielleicht. Also der hier befüllt ja den, der befüllt den. Du hier... Was zur Hölle ist das für eine Verkabelung da? Also. Du den. Die hier ist falsch. So. Du befüllst bitte von hier aus den. Und von hier aus nicht den. Wo war das jetzt vorher? Ich glaube da. So, du sollst nicht den hier befüllen. Du sollst den hier hinten befüllen. Kriegen wir es irgendwie so rum vielleicht? Oh, falsch rum. Aber so rum schießt zu gehen. Also befüllst Haupttank und den Nebenlinientank. Und du befüllst nur den Haupttank. Und du befüllst Haupttank und den. Jetzt müsste es richtig sein. Okay. 1.6. Speichern. Starten. So, Ressourcen an, SAS an, 66 Schub, 3, 2, 1. Ja, jetzt gehen sie auch gleichmäßig runter, sehr schön. Oh, da hat gerade irgendwas Tisch gemacht, ist nicht schön. RCS an, um stabil zu bleiben, das ist nicht stabil. Oh. Wenigstens überleben sie diesmal. Aber es sind Shell, Nods, Shelvis und Palm Tree. Tada! Was ist da jetzt schiefgegangen? Struktureller Fehler an der Verbindung zwischen Delta Wing und Rocco Max Fuel Tank. Schon wieder. Delta Wing crashed into Launch Pad. Das da. Irgendwo reißt eins davon ab. Ha. Okay, ich teste mal was. Ich nehme einfach alle davon weg. Und guck mal, wie aerodynamisch wir dann sind. Wahrscheinlich so aerodynamisch wie ein Schulbus. Aber gucken wir mal. 1.7.